Und damit herzlich willkommen zurück zu Lumpenchecks Dünnsches Tee. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So ein Dünnsches Tee am Morgen vertreibt doch Kummer und Sorgen. In der letzten Folge haben wir dem guten Typen geholfen, seine Häuser zu reparieren. Allerdings wurde es mir dann etwas zu viel und ich wollte euch auch nicht langweilen, dass ihr die ganze Zeit nur eine nagelnde Nagelpistole seht. Und deswegen fahren wir jetzt doch erstmal zu der guten Frau des Bürgermeisters, damit wir die mal anlügen, dass ihr lieber netter Mann gar nicht angeln ist, sondern hart arbeitet, damit sie sich die ganzen Louis Vuitton-Taschen leisten kann. Genauso sieht's nämlich aus. Lasst uns gleich nochmal auf die Map gucken, dass wir auch richtig fahren. Hier war eine Bushaltestelle. Natürlich interessant, ob man auch so mal mit dem Bus fahren könnte. Also jetzt nicht, also wir sind ja gleich am Anfang schon Bus gefahren, aber Mensch, was ist denn hier? Serpentin oder was? Bräuchte man Motorrad und nicht so einen alten Pickup hier. Das ist doch nichts für die Christine. Ach, Mensch. Ja, wäre interessant, ob man sich einfach mal hinstellen könnte und vielleicht wirklich Bus fahren für Geld. Und aus welchem Grund auch immer, backt das Auto gerade ein bisschen rum. Seht das mal dieses... Na, ihr seht das ja. Ich glaube, ich muss es nicht erklären. Es tut mir leid. Aber ich möchte auch nicht in der anderen Ansicht fahren. So, rechts vor links, alles frei, alles klaro. Und direkt hier auf so einen schönen Schotter-Kiesweg. Das ist doch was Feines. Wir gucken nochmal ganz kurz. Hier sind wir. Hier hinten ist die gute Frau. Also wenn man hier weiter geradeaus fahren, sollte alles passen. Fahren wir vielleicht doch mal so. Ich mache jetzt einfach mal so. Ich hoffe, dass es dann nicht ruckelt. Weil ich habe auch gesehen in der zweiten Folge, glaube ich, dass wir, wenn wir in so einer Ansicht Traktor fahren, dass es auch teilweise ganz schön ruckelt. Zumindest nur auf der Aufnahme. Das darfst du niemandem erzählen, hörst du? Jetzt habe ich wo... mir jetzt jemanden gehört? Einfach nicht für sich behalten. Nö. Gute Frage, wer das gerade war. Hier, hier hinten. Wenn die ein bisschen belauschen. Ja, das ist kein Spaß. Die hübsche Nachbarsfrau. Das ist einfach so typisch. Naja, egal. Vielleicht haben die schon mitbekommen, dass er angelt. Jeder weiß Bescheid. Ah, klingt fast danach. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, wenn ich die Frau anlüge, dass die mich sofort durchschaut. Ah, wir müssen lügen. Das ist sie. Oh ja, die sieht schon ganz schön streng aus. Und dafür sieht sie auf dem Grundstück gar nicht mal so gepflegt aus, wenn die ihren ganzen Tag Abigail zu Hause... Ja. Lügen oder Wahrheit? Ich bin wegen deines Mannes hier. Er bat mich, dir mitzuteilen. Wir lügen sie an. Ich bin wegen deines Mannes hier. Er bat mich, dir mitzuteilen, dass er in einer Besprechung ist. Ja, ich kenne diese Besprechung von ihm. Er ist beim Angeln und du lügst für ihn, richtig? Ich habe kein Problem damit, dass er Fische fängt, aber du solltest nicht lügen, junger Mann. Schäm dich. Verdammt, sie hat sofort gewusst. Ich hätte es wissen müssen, das war bestimmt ein Hinweis, dass die da drüben gesagt haben. Das weiß doch mittlerweile jeder und... Naja, gut, wir lassen die jetzt hier einfach in Ruhe. Können wir denn eigentlich in fremde Häuser und ein paar Bretter klauen? Wenn wir jetzt schon eben einmal gelogen haben, dann ist unser Ruf doch hier eh hin auf dem Dorf. Weiß doch gleich jeder. Aber es scheint nicht so. Dann setzen wir uns wieder in die gute Christine. Na, ganz schön weiter Weg dafür, dass wir, also dass es gar nichts gebracht hat. Hätte der nicht einfach eine SMS schreiben können? Na gut, was soll's. Dann haben wir zumindest hier mal ein bisschen die Karte gesehen. Das ist doch auch was Schönes. Und dann fahren wir die ganze Strecke wieder zurück. Wir könnten jetzt natürlich nochmal oben weitermachen mit den Häusern. Uiuiui, Mensch, der hat aber ein bisschen getrunken anscheinend. Der war sich nicht ganz so sicher mit dem Fahrzeug, was er gefahren ist. Ja. Was machen wir? Entweder wir gehen nochmal zum Baugerüst und machen dort weiter die schönen Häuser fertig, damit wir den coolen Anhänger bekommen. Oder wir fahren natürlich erstmal zum Bürgermeister zurück und sagen ihm, dass seine Frau ihn durchschaut hat. Hui. Vielleicht können wir ihn ja auch anlügen und sagen einfach, ey, die liegt zu Hause mit einem anderen im Bett. Dann bricht er vielleicht sein Angeln ab, ist wieder zu Hause und alle sind glücklich. Also, ja. Ob er es dann glaubt, dass sie alleine war, weiß man wiederum auch nicht. Ich mache mir viel zu viele Ich mache mir viel zu viele Gedanken über irrsinnigen Müll.
Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal zurück. Wo war denn überhaupt der Typ? Hier oben ist Connor. Ah, kommen wir noch dran vorbei. Okay. Bin mal gespannt, was wir uns alles Schönes hier noch bauen können. Ob wir am Ende wirklich eine Riesenfirma werden mit krassem Sägewerk und coolen Häusern und eigenen Tieren. Aber es bringt natürlich auch immer viel Arbeit und Verantwortung mit, ne? Dann kommt da eine Tierarztrechnung und dort und... Die Leute sagen eine Menge Dinge. Ja, das sagen die Leute wirklich. Es war genau, da hat er recht. So, wie du gesagt hast. Okay. Ja, komm, wir arbeiten hier noch ein kleines bisschen weiter. Lasst mal gucken, so viel dürfte es doch gar nicht mehr sein, damit wir diesen coolen Hänger dort kriegen, weil ich glaube, der wird uns noch sehr, sehr nützlich sein. Das ist nicht das, was ich gehört habe. So, Baugerüst hierhin. Dann noch eins daneben. Das weißt du doch gar nicht. Nagelpistole in die Hand. Und dann wird hier mal richtig kräftig genagelt. Wir sollten einfach durchhalten. Und Nummer 2. Mir hört sowieso niemand zu. Könnte vielleicht daran liegen, dass du immer ganz schön Bullshit laberst. Ist nur eine Vermutung. Das ist nicht das, was ich gehört habe. Er wusste das vorher. Ich werde es niemandem sagen. Geht's hier auch um den Bürgermeister oder haben die einfach alle so krass Geheimnisse? Ich wusste immer, dass es Probleme geben würde. Wer weiß, am Ende haben die hier alle einen riesen Mord begangen und... Darum geht's und nicht um den Bürgermeister, der angelt. Er ist bloß Ablenkung. Ist vielleicht ein CSI Miami-Simulator hier und gar nicht ein Holzfäller-Simulator? Na komm. Na, ich fall gleich runter. Aber ich konnte es noch reparieren. Habt ihr das gesehen? Das war doch mal eine richtig gute Geschichte. Achso, ich glaube, ich weiß auch wieder, warum wir dann abgebrochen hatten. Weil ich festgestellt habe, dass wir ja innen drinne auch noch reparieren müssen. Naja, wir gucken mal. Entweder machen wir es zu Ende oder halt auch nicht. Dann werden wir einfach zwischendurch wieder abbrechen und später nochmal hier hoch machen. Aber Arbeit muss sein und es ist schließlich ein Simulator. Also kann man auch nicht davon ausgehen, dass man hier einfach innerhalb von 5 Minuten die Arbeit erledigt hat. Ui. Aus welchem Grund auch immer gehen die Tore immer alle genau andersrum. Und das geht jetzt so rum auf, natürlich. Glaubst du das wirklich? Das geht wieder so rum auf. Gut, also ja, wir müssen tatsächlich auch noch von hier. Über die Strohballen müssen wir reparieren, alle kaputt. Mir hört sowieso niemand zu. Die verbreiten ganz schön schlechte Laune da drüben. Sind nur am Streiten und mir hört auch keiner zu. Und ach, da habe ich was anderes gehört. Manche leben hier so schön auf dem Land. Manche wissen einfach nicht zu schätzen, was sie haben. Oh, was ist denn das für eine steile Treppe? Schwer zu sagen. Na komm. Hier noch und hier noch. Schaffen wir das? Probieren wir es aus? Und eins dabei noch in der Luft reparieren. Ach, schade. Dann machen wir es so. Geht auch. Jeder hat seine eigene Meinung. Obwohl, nein, hat nicht jeder. Ist das so? Ich hoffe, dass ihr es überhaupt hört, weil die Stimmen sind teilweise wirklich sehr, sehr schwierig einzustellen. Also ich habe die Stimmen jetzt schon als allerlautestes eingestellt. Aber sobald die Personen halt ein paar Meter entfernt sind, wird es dann teilweise auf der Aufnahme wirklich sehr, sehr leise. Und ich kann jetzt nicht im Nachhinein noch jede Stelle raussuchen, an dem eine Stimme zu leise war und die manuell hochziehen. Außerdem wäre dann auch die Musik und alles drumherum lauter, weil es ja alles in einer Audiospur aufgenommen wird, zumindest das Spiel. Von daher nehmt es mir bitte nicht übel, das weißt du doch gar nicht. Wenn es ab und zu mal etwas zu leise ist mit den Stimmen. Ich hätte hier ganz gerne eine Leiter hingehabt. Stellst du mir die noch? Okay, wir erweitern einfach das erste. Na dann. Dann ist doch alles gut. Dann lasst uns hier oben noch machen und hier. Und hier noch. Haben wir es jetzt geschafft? Nö, hier drüben noch.
Und hier noch eins. Jetzt haben wir es geschafft. Zumindest mit dem Gebäude. Sehr gut. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass wir das nicht wieder abreißen müssen mit dem Gerüst, aber... traurig bin ich jetzt nicht drüber. Wäre noch mehr Arbeit, muss ja nicht sein. So, das hatten wir, das hatten wir. Was müssen wir denn noch alles reparieren? Hier noch? Er wusste immer, dass es Probleme geben würde. Also sehr viele Sprüche haben die nicht auf Kasten. Nicht mein Problem. Habe ich wahrscheinlich mittlerweile alles schon 4-mal gehört, obwohl wir gerade mal, weiß ich nicht, anderthalb, 2 Stunden das Spiel spielen. Aber okay. Das weißt du doch gar nicht. Ach, Nagelpistole macht sogar Maschendrahtzaun. Alles kein Problem. Das Ding wird als rot angezeigt, aber ach, hier oben. Gut, haben wir auch. Sag mal, muss ich den ganzen Hof reparieren? Ist denn hier alles kaputt gegangen? Was ist denn hier los gewesen in den letzten Jahren? So, Tür auf. Ach nö, hier ist gar nichts rot. Ah doch, hier oben. Wollen wir vielleicht einfach mal zu ihm gehen und ihn ansprechen? Vielleicht reicht's ja schon. Obwohl, hier haben wir noch... ich glaube nicht, dass einmal dort. Ne, das Tor ist an sich rot. Von sich aus rot, wollte ich sagen. Und hier noch. Und hier noch. Oh oh. Nicht so gute Laune, die beiden. Okay, haben wir geschafft. Hier drüben auch. Hier auch. In dem Haus waren wir noch nicht, aber ich glaube, das ist das Wohnhaus. Na, dann lass mal zu ihm gehen. Hallo. Hey. Gut, dich zu sehen. Möchtest du handeln? Nicht jetzt. Tut mir leid. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Bis dann. Der hat aber schlechte Laune. Könnte ich dir mit dem Problem hier helfen? Nein, natürlich nicht. Ja, tut mir leid, mein Guter, aber... wir haben doch alles repariert, oder nicht? Lasst uns mal noch hier reingehen. Okay, hier gibt's noch... einmal das. Und hier hinten noch. Wo? Genau. Hier genau. Ach komm, das schaffst du. Oh ja, er hätte es fast geschafft. Jetzt haben wir es. Wahrscheinlich hier nochmal. Nein. Hier. Wie viel ist denn hier kaputt? Soll ich nicht gleich am besten einen komplett neuen Hof bauen? Ach ja, die gute Handwerksarbeit. Ist sie nicht schön? Hier oben noch. Na komm, jetzt aber. Und dann haben wir auch das repariert. Wir gucken nochmal ganz kurz hier rein. Oliver und seine Scheune. Rede mit Oliver. Ne, wir waren ja bei Connor, nicht bei Oliver. Repariere Connors Hof. Die Mission wird jetzt... der Mission wird jetzt gefolgt, ja. Dann gucken wir nochmal schnell hier drüben in das Gebäude hinein. Wo ist hier die Tür? Hier ist die Tür. Aber hier ist alles in Ordnung. Hier drüben waren wir gerade drin, da haben wir auch alles in Ordnung gebracht. Vielleicht doch noch sein Wohnhaus oder hier im Gebäude drin. Achso, der Pfeil zeigt ja auch auf das Gebäude hier, dann wahrscheinlich hier. Na, aber hier sind wir auch durch. Ach nein, hier hinten. Okay. 1 und 2. Und das schaffen wir nicht, da müssen wir wahrscheinlich doch nochmal ein Gerüst bauen. Ach, schade. Na gut, dann bauen wir halt eins hin. Kommen wir ja halt leider nicht drum herum. Aber was soll's, dann haben wir es ja gleich geschafft. Uah. Na, was? Also der läuft ganz, ganz komisch, diese Treppenstufen hoch. Also nicht nur die, sondern generell alle anderen auch. Es zeigt immer noch hier rauf. Warum? Ah, hier vorne. Okay.
Mal gucken, vielleicht ist das der letzte Schlag. Oder Handschlag. Es zeigt immer noch hierauf. Warum denn? Wir haben doch alles repariert. Ach, auf dem Dach, natürlich. Ich freue mich die ganze Zeit, dass es endlich vorbei ist. Aber es ist es nicht. Es zieht sich schon ganz schön hin, das muss ich ehrlich zugeben. Klar, es ist ein Simulator, aber ich finde, da hätte man die Hälfte draus machen können an Reparaturstellen. Das hätte auf jeden Fall gereicht. Aber naja, so ein Traktor kostet halt Geld, beziehungsweise so ein Anhänger. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen was dafür tun. Und hier unten noch. Jetzt, wir haben es geschafft. Hey, geh zu Connor und hol dir deine Belohnung. Hey, Connor. In Ordnung, der Job ist erledigt. Schön ordentlich, wie ich sehe. Also der Hänger gehört dir. Und hier ein Bonus, wie versprochen. Ich hoffe, wir werden gute Nachbarn sein. Das hoffe ich auch. Auf Wiedersehen. Natürlich, ich bin der beste Nachbar, den du dir vorstellen kannst. Geilo, den haben wir. Da müssen wir natürlich dann erstmal mit dem Traktor hin. Weil die kleine Christine wird den nicht weggezogen kriegen. Hat auch keine Anhängerkupplung, oder? Nö, hat sie nicht. Sehr, sehr schön. Also, lasst uns zurück zum Hof fahren, dann holen wir einen Traktor. Und dann holen wir uns hier unseren Anhänger ab. Da haben wir es doch geschafft. Ja, ich denke, so aufgeteilt jetzt, dass wir zweimal hin sind, war an sich ganz gut. Man hätte eventuell noch ein drittes Mal machen können, dass es doch nicht ganz so lang gezogen wirkt, aber das sind halt auch immer ganz schöne Wege bis hier hinter. Auch wenn wir uns alle Nachbarn nennen. Aber schaut mal, das ist fast ein Kilometer weg bis zu unserem Zuhause. Ich weiß gar nicht, ist das Zuhause anvisiert oder ist der Bürgermeister anvisiert? Nö, unser Zuhause ist anvisiert, also der wohnt ein Kilometer weit weg. Da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen Nachbar, aber naja. Mann, 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 bleib mal auf deiner Spur. Die Transporterfahrer immer, ne? Wie im richtigen Leben. Die können alle nicht Auto fahren. Boah, berghoch hat sie aber hier. Uiuiui. Da schaffen wir gerade mal eine 39. Stellt euch mal vor, wir hätten den Anhänger nach hinten dran. Da wären wir gerade wieder rückwärts gerollt. So, hier ist unsere Bleibe. Aber bevor wir zur Bleibe machen, machen wir erstmal ein riskantes Überholmanöver. Oh, shit. Uiuiui. Ist der einfach weitergefahren? Hallo? Fahrerflucht. Obwohl ich eigentlich der Schuldige war, naja. Sagen, bevor wir eine Bleibe machen, gehen wir nochmal zum Bürgermeister. Sagen dem, dass seine gute Frau ihn durchschaut hat. Tja, man sollte halt einfach nicht lügen. Ich hatte die ganze Zeit schon so ein mulmiges Gefühl und dachte mir, na, ob das gut gehen wird. Ich hätte auf meinen Instinkt hören sollen. Aber naja, wir können es nicht ändern. Dann ist es eben so. Angelt er denn noch? Ja, er angelt noch. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Sorry, falsche Taste. 13.05 Uhr. Wirklich Wahnsinn, wie lange die Zeit hier geht. Hallo, mein Guter. Alles gut, keine Sorge. Du kannst angeln, so viel du willst. Danke. Ich werde dir alles über das Angeln beibringen. Aber hey, dazu brauchst du eine Angelrute. Geh zu Jack in den Laden. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe und er wird dir eine geben. Kostenlos. Danke für deine Hilfe. Bis später. Und jetzt leise. Erschreck nicht die Fische. Och, wir haben dem gar nicht gesagt, was passiert ist. Also, wir haben ja nicht gelogen. Er kann so lange angeln, wie er möchte. Aber dass zu Hause der große Anschiss wartet, das wird ihn dann wohl doch etwas überraschen. Na gut, wenn wir so aus der Geschichte rauskommen, dann kommen wir so aus der Geschichte raus. Da bin ich nicht traurig drüber. Immer den einfachsten Weg gehen, mit am wenigsten Widerstand, genauso wie Strom. Ja, dann machen wir jetzt zurück zu unserem Gebäude. Ach, das ist wohl hier der Angelladen? Ah, okay, na dann lasst uns noch Hallo. Schnell zu ihm. Willkommen in meinem Laden. Hi. Ryan hat mich geschickt. Er meinte, du hättest was für mich? Ah ja. Ryan ist ein guter Mann, kann ich dir sagen. Er hat mir in der Vergangenheit sehr geholfen. Um ehrlich zu sein, wäre ich nicht hier, wenn er nicht gewesen wäre. Das hier ist für dich. Ich bin sicher, er hätte gerne, dass du es bekommst. Leicht und stabil. Perfekt für einen angehenden Angler. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Na, ob der Bürgermeister da nicht illegal
Sachen ermöglicht hat, damit er den Laden hier eröffnen kann, man weiß es nicht genau. Und dann können wir jetzt gleich angeln gehen. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Morgen 20 Uhr kommt dann wie gewohnt die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis dahin und tschüss.